Die Hoffnung bei Xamax trägt einen Namen, Rafael Nuzzolo, der in dieser Meisterschaft schon wieder 10 Tore geschossen hat. Nur ein Berner schoss bisher mehr Treffer, Guillaume Oro. Er ist heute von Anfang an dabei und wird hier von So mustergültig angespielt. 1:0 für IB, 7. Spielminute. So einfach geht das. Nun, ganz so einfach war es dann doch nicht. Am Anfang steht die unermüdliche Suche nach dem Zweikampf. Dann eine äußerst präzise Flanke und zuletzt die Kaltblütigkeit von Torschütze Oro, der sein persönliches Dutzend vollmacht. Nuzzolo vorerst nur bei diesem Eckball sichtbar, den er fast direkt versenkt. Ob mit oder ohne Absicht, bleibe dahingestellt. Bei diesem riskanten Rückwärtspass ist Nuzzolo das nächste Mal im Brennpunkt. Uli von Balmos kann aber gerade noch aufräumen, sonst haben die Xamax-Fans wenig zu lachen. Ibe mit Sanogo. Gamalö. Vor dem Tor hat Oro die absolute Lufthoheit und Fasnacht ist es, der per Kopfballdublette auf 2:0 erhöht. Der Treffer fällt in der 28. Minute. Die Partie scheint vorzeitig entschieden. Für Fasnacht ist es auch schon der 8. Treffer. Xamax partizipiert immerhin weiterhin an der Fußballshow, speziell mit dieser Aktion von Adimi kurz vor der Pause. Zweite Halbzeit, IBE weiterhin überlegen mit dem Selbstverständnis des Erfolgreichen. Der Ball zirkuliert, kommt an und Oro trifft die Torecke auch noch. Haargenau, 3:0, 59. Minute. Jetzt schlägt's 13, Oro baut mit seinem 13. Treffer die Führung im Torschützenklassement aus. Die 67. Minute ist rekordverdächtig. Gleich 4 Wechsel gehen vonstatten. Einer der 4 Neuen ist Ebischer hier am Ball. Mit gutem Zuspiel auf Assale, 4:0, 75. Minute. Offside war es nicht. Und auch dieser Treffer wiederum herrlich herausgespielt. Ein schönes Direktspiel zeigt wenig später auch Neuchâtel Xamax, das frustlos weiterspielt. Das 1:4 durch Adémi ist die Belohnung dafür. Auch hier kein Offside, auch hier alles in Ordnung. Zum Schluss noch einmal ein Abschluss von Nuzzolo. Das ändert aber nichts an der Machtdemonstration der Young Boys, die mit diesem 4:1 den 7. Sieg in Folge einfahren.